So, das reicht erstmal. Muss hier auch erst wiederhergestellt werden. Das weg, das weg, das weg, das weg, das weg, das weg. Oh, Gold. Achso, das sammeln sie von alleine ein. Ja, das mit dem Gold, ich weiß immer noch nicht ganz, was ich vom Shop halten soll. Oh, und du stirbst. Und vor allem, was passiert mit dem Gold, wenn wir jetzt nachher das Level wechseln? Behalten wir das Gold dann? Können wir dann den nächsten Level einfacher anfangen, weil wir halt bestimmte Ressourcen uns direkt im Shop kaufen können? Was recht praktisch wäre. Behalten wir unsere Zwerge, wenn wir die Welt wechseln? Oder fangen wir da auch ganz neu an? Das ist alles... weiß ja nicht. Und die Beholder sind weg. Was? Wir haben neue Schafe. Ein paar Hühner mehr. Oh, nee, Beholder sind weg. Welle ist weg. Nächste in 45 Minuten. Also ja, die Welle ist stärker gewesen als die letzte. Aber irgendwie waren die Beholder verbuggt. Und was machst du da außer mit Armen in der Hüfte stehen? Komischer Zwerg. So, Portal ist gleich weg. Neues Portal. Hin. Die Jungs müssten jetzt ausgeschlafen haben. Ja. Da unten sind ein paar Grillen. Also wir könnten jetzt wahrscheinlich das Portal zu Ende bauen. Aber da das ein Zwergenspiel ist, würde ich ganz gerne bis ganz nach unten buddeln. Was passiert, wenn wir unter Scaffolding graben? Den Fels runter, sehr schön. So, dann grab mal runter. Und wenn wir da jetzt irgendwas ganz, ganz Böses erwecken, das uns alle töten will, bauen wir ganz schnell hier oben einen Dirtblock rauf, damit das Ding nicht rauskommt. Teleportieren unsere Zwerge raus. Oh, da ist was. Teleportieren unsere Zwerge raus und bauen das Portal. Und dann verlassen wir diese Welt in eine neue und wer auch immer auf dieser Welt bleibt, wird halt sterben, weil wir die Dämonen reingeholt haben. Das scheint nur eine kleine Mini-Höhle zu sein. Portal. Wir brauchen mehr Scaffolding. Komm, das machen wir schnell. Scaffolding da. Klick, 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 klick. So. Kommt gleich oben drauf, damit sie schneller hoch und runter kommen. Und Licht. Licht. Aus Diamanten. Da ist nix. Zu wenig erforscht. Ja, Sackgasse. Nicht so spannend. Komm, mach mal da weg. Da oben scheint noch eine Mini-Höhle zu sein. Da unten auch. Aber kein Balrog bisher, keine Dämonenhorden, keine Lava, keine Hölle. Du machst nichts. Warum machst du nichts? Achso, ich habe übrigens gerade aus Versehen auf Leertaste gedrückt, wodurch jetzt der nächste Zwerg aufgerufen wird, der nichts zu tun hat. Was auch neu eingeführt wurde vor ein paar Patchen. Nö, okay, dann grabt halt hier weiter runter. So, es ist ganz schön viel Scaffolding. Oh, oh, oh. Okay. Wir haben die Lava gewonnen. Baue Erde. Tapferer Zwerg. Hier, hier ist ein Portal. Zwerg. Das ist ein Hardcore-Zwerg. Oh. Wo bist du? Habe ich ihn jetzt gerettet? Jo, habe ich. Gut, wir haben ein Portal zur Lava. Ja. Holzfällerbuch. Also, wir wollen nicht weiter nach unten graben.
Wir wollen jetzt hier auf dieser Lavaschicht gucken, was es hier noch so gibt. Und wenn wir hier nichts Interessantes finden, dann bauen wir einfach das Portal und gucken in die nächste Welt. Ja, da sind Grillen, aber die will ich nicht. Aber wir können auch selber einspielen. Und Unsinn machen. Oben wären Diamanten. Diamanten interessieren uns aber nicht mehr. Müssten wir inzwischen genug haben. Obwohl, wir sind Zwerge. Wir können nicht genug Diamanten haben. Mach das mal weg da. Naja, befreien. Wir haben ganz schön viel Scaffolding verloren, fällt mir gerade auf. Davon brauchen wir definitiv mehr. Lager. Hier. Wir haben kein Holz mehr. Das ist nicht so schön. Genau. Neues Portal hier. Ich komme immer noch drüber hinweg, dass wir einen Zwerg haben, der in Lava geschwommen ist. Für 20 Sekunden oder so. Sehr schön. Jungs, mach mal die Diamanten da weg. Ihr habt doch Scaffolding hier. Dürfte absolut kein Problem sein. So, du weg. Tür weitergraben. Irgendwann kommen wir einfach beim Meer raus, oder? Ja. Ein wenig enttäuschend. Aber es muss ja nicht in jedem Zwergenspiel gleich irgendwelche Dämonen unten geben oder so, ne? Ist ja ein wenig zu viel verlangt. Na gut, ich baue mal die Portalteile. Dann gucken wir da lang. Also, wir haben hier alles. Sehr gut. Gold, Stahl, 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 Mithril, Steine, Blau und Grün, Blau, Grün, gebaut. Die ganzen, ach, die Diamanten sind gar nicht für die Portalteile, die Diamanten schmeißen einfach nur davor, weil es toll aussieht. Auch nicht schlecht. Portalteil Nummer 4. Blau und Schwarz. Oh, wir haben keine blauen und keine schwarzen mehr. Eventuell müssen wir doch noch Diamanten sammeln gehen. Stein, Stein, Gold, Dimitri. Stahl, 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 Flupp. Lager. Nö, brauche nicht. Sehr gut. Grüner Diamant und die sehen verschieden aus. Okay. Mithril unten, Stein, Stein, Metall, 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 bauen. Exit. Ernsthaft? Ha. Da unten ist nichts, ne? Jungs, ich hätte gern ein paar Ressourcen. Nur für den Fall, dass wir vielleicht in einer anderen Welt ankommen und unsere Ressourcen doch behalten können. Wäre es schön, wenn wir wenigstens etwas an Ressourcen hätten. Also, sammelt das hier alles ein. Was sagt unser Techbaum? Vor allem so waffentechnisch. Stahlhelm wäre da. Stahlrüstung, Eisenstiefel. Seil. Brauchen wir nur Wolle für. So, wo ist diese komische Lampe. Was zur Hölle ist die Lampe? Dann rüsten wir unsere Jungs noch ein bisschen mit Stahlausrüstung aus und schicken sie dann erst durchs Portal. So, wir hätten gerne das letzte. Das hatten wir irgendwie aus Tannenzapfen gemacht? Ich glaube schon. So, dich platzieren wir hier. Ich hoffe, du stehst nicht im Weg. Entferne Minenlampe, schließen. Tech Tree.
Da, Stahlrüstung. Braucht gar nichts. Was? Ah, da, Stahlhelm. Eisenerz und Stahl, davon haben wir eine Menge. Kommen da auch zwei raus? Nö, eins. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Stahl vorbei. Sieben. Gut, wir brauchen sehr viel Stahl, um alle unsere Zwerge auszurüsten. Aber wir können es auf jeden Fall jetzt schon mal machen. Ausrüsten. Achso, die müssen doch noch erstmal hergestellt werden. Jo, ich denke mal, unsere Zwerge werden jetzt die nächsten zig Stunden damit verbringen, in der Schmiede zu stehen. Oder würden es zumindest. Oder halt nur eine, aber wir nur eine Schmiede haben. Das sollten wir in der nächsten Welt eventuell ändern. Nicht nur eine Schmiede, sondern zwei. Nicht nur eine Werkbank, sondern zwei und so weiter. Dass wirklich auch mehrere daran arbeiten können, an einem Projekt, an verschiedenen Werkbänken. So, Eisen. Eisen, 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 Eisen. Da ist ein kleines bisschen. Boah, ist das dunkel. Gibt es genug Eisen auf der Karte, um unsere ganzen Zwerge in Stahlrüstung zu packen? Hier ist gut was. Okay, Portal, da rein. Hier sind noch ein paar Diamanten, falls wir auf der nächsten Karte brauchen. So. Go, go, go. Go, go, go. Komm schon. Die haben wieder irgendwo anders Aufträge. Ja, wahrscheinlich die ganzen zig Tonnen an Holz hier wegtragen. Achso, und ihr kriegt auch ein neues Portal. Bitteschön. Du bist am Helme schmieden, das ist gut. Tada, jetzt können wir Stahlrüstungen herstellen. Also die richtigen Rüstungen, glaube ich, waren das. Sehr schön, sieht doch langsam zwergig aus. Herstellen. Nö, können wir nicht. Was sagt der Tech Tree? Tech Tree sah. Oh oh. Oh 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 oh. Wir brauchen erst ganz viel Schnickschnack, bevor wir da irgendwas bauen können. Ja, nö. Da bin ich jetzt so neugierig. Ich will jetzt nicht warten, bis wir den ganzen Schnickschnack gebaut haben, bevor wir zur Stahlrüstung kommen. Also hoffe ich einfach mal, wir überleben das da durchzugehen. So, nur fürs Protokoll. Wir haben 8 Zwerge. Wir sind Stufe 8. Wir haben ein paar Stahlhelme. Ressourcen. Ich versuche mal so einen kleinen Überblick zu verschaffen. Und jetzt springen wir da rein. Was? Du hast gerade die Beta-Version abgeschlossen. Vielen Dank fürs Spielen. Was? Nicht ernsthaft, oder? Wer denkt noch gerade an 2001 Space Odyssey? 15 Minuten lang Flash-Effekte am Ende. Ne, ist abgeschlossen. Schade, schade, schade. Damit sind unsere Zwerge am Ende. Denn es gab noch keinen Content. Kann ich fortsetzen? Ah, okay. Ich kann hier fortsetzen, aber es wird nicht viel mehr bringen, weil es nichts zu tun gibt. Außer halt den Tech Tree voll machen. Dann mache ich doch lieber was anderes. Ich gehe raus. Ja, ich bin mir sicher. Mache jetzt einen kleinen Cut. Und in der nächsten Folge probiere ich mal den Sandbox-Modus mit euch aus. Der wurde ja auch vor ein paar Patches eingefügt. Und dann können wir da mal gucken, ob wir vielleicht da eine größere Welt uns generieren können. Oder wie das genau überhaupt erst abläuft. Also bis gleich.